Und sie hatte keinen Thron, dafür residierte sie im Fürstenhof, auch nicht schlecht. Die Fans von Sturm der Liebe haben sie bestimmt längst erkannt. Ein Jahr lang war sie die Hauptdarstellerin der 16. Staffel, Franziska Krumbiegel, die nach vielen Irrungen und Wirrungen endlich ihren Traummann in der ARD-Telenovela gefunden hat. In Wirklichkeit heißt sie Lea Wickmann und Männer haben es ihr wirklich angetan. Wenn man dann auch noch gemeinsam Musik machen kann, umso besser.